Servus, ich begrüße euch wieder mal bei Cosi Kücht. Kocht in unserer Küche, Herrin. Am Grill ist mir noch für solche Gerichte zu kalt, aber das kommt demnächst. Wir machen heute ein Wohlfühlgericht und zwar Fleischbällchen in einer Tomatensoße mit Parmesan, Eiern und dann schöne Nudeln dazu. Also es ist ein richtiges Wohlfühlgericht für den April, der nicht weiß, was er will. Und mit der Zwiebel fangen wir jetzt an und dann kommt der Knoblauch. Wir schneiden alles sehr, sehr klein, sehr, sehr fein. Ihr könnt mir natürlich zuschauen, aber ich denke mal, wie man eine Zwiebel schnippelt, wisst ihr. Und jetzt zeige ich euch, wie man einen Knoblauch locker abschälen kann. Man nimmt ein Messer, drückt drauf. Voilà, und schon ist der Knoblauch von der Schale befreit. Trick 17, den schneiden wir jetzt auch klein. Wenn wir das klein geschnitten haben, dann holen wir euch wieder ab. So, unsere Zwiebel und der Knoblauch ist geschnitten. Jetzt mischen wir das Ganze an. Wir haben hier 500 Gramm Hackfleisch. Ihr könnt es gemischt kaufen. Halb Schwein, halb Rind oder, so geht's mal, das, was die Trainer gerne essen, auch noch mit ein bisschen Lamm drin, habe ich jetzt nicht und ich habe auch keine Salice. Also wenn ihr Salice habt, diese Bratwurst aus Italien, könnt ihr die dazu fügen und dann schmeckt es. Jetzt nehmen wir hier eine Handvoll Zwiebeln. So. Und den Knoblauch. So. Dann machen wir noch diese zwei Eier dazu. So. Eier braucht ihr für die Bindung. So, das war jetzt ein doppeltes Ei, drei Eigelb. Und dann nehmen wir noch eine Handvoll Parmesan. So, soll ja auch lecker schmecken. Dann geben wir hier noch ein bisschen Salz dazu. So, und etwas Pfeffer. So. Und dann vermischen wir das Ganze. Also ich ziehe jetzt keine Handschuhe an, weil ich mir gerade vorher die Hände gewaschen habe. Und jetzt werden wir das hier schön vermischen. So. Riecht sehr, sehr super. So, wir haben das jetzt eine halbe Stunde durchziehen lassen und jetzt formen wir unsere Bällchen, die wir dann anbraten und eben dann eine gute Tomatensauce dazu machen. Also die Bällchen könnt ihr natürlich so groß machen, wie ihr wollt. Bei meiner Frau würden sie kleiner werden, weil sie kleinere Hände hat. Ich versuche das jetzt auch mal. Aha, es gelingt mir. Fertig, jetzt hitzen wir unsere Pfanne auf. Da müsst ihr ein neutrales Öl rein tun oder könnt auch meinetwegen Olivenöl nehmen. Ich nehme immer ganz gern Erdnussöl, weil das am hitzeunempfindlichsten ist. Und dann braten wir die Bällchen an. Ihr könnt die Bällchen natürlich auch in den Backofen tun zum Anbraten. Die Hitze kommt, also warten wir noch ein bisschen. Und dann werden wir schauen, dass wir hier in der Pfanne ein bisschen Röstaromen reinbringen, damit es auch eine gute Soße wird. Pfanne ist zu klein. So, jetzt braten wir die schön an, auf allen Seiten, dass wir da auch schönes Röstaromen in die Pfanne bekommen. Dann geben wir noch die restlichen Zwiebeln dazu, Tomatensauce und dann machen wir uns ein richtig schönes Tomatensugo dazu. Und jetzt müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben, um die Fleischbällchen jetzt angebraten bzw. die Balls. Die nehmen wir jetzt aus der Pfanne. Wir freuen uns auf den Fleischsaft, der da drin bleibt. Seht ihr, überall schön angebraten.
Das war da drin, bleibt es in Ordnung. Oder auch nicht. So. Dann geben wir da die restlichen Zwiebeln dazu. Braten unsere Zwiebeln an und geben dann da Zwiebeln und Knoblauch. Die braten jetzt hier schön an, löschen damit unser Fleischsaft ab. So, geben hier noch Tomatenmark zu, da brauchen wir auch das Röstaroma, so ich denke mal zwei Esslöffel voll werden das sein, die braucht ihr auch. Wir mischen das Ganze, damit wir hier ein schönes Röstaroma bekommen. Riecht super gut, leider gibt es noch keinen Geruchsvideo. Löschen dann mit Tomaten-Ugo ab. So. Wer will, kann hier auch ein bisschen Weißwein reintun oder Rum. Gusto. Ich koche das Ganze jetzt mal so auf. Und das Ganze braucht jetzt circa eine Viertelstunde, bis die Soße einmal eine schöne Pracht hat. Ich gebe dann noch frischen Basilikum dazu, den ich noch klein hacken werde. Ihr könnt aber auch Petersilie nehmen. Wie uns schmeckt eben der Basilikum am besten. Wir haben jetzt den Basilikum dazugegeben. Das braucht jetzt ungefähr 30 bis 40 Minuten, muss das ziehen, die Soße. Und dann geben wir am Anfang die Fleischbällchen dazu. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um uns um die Nudeln zu kümmern. Die Tomatensauce ist jetzt gut durchgekocht. Und jetzt geben wir unsere Fleischbällchen rein, die brauchen ca. 20-25 Minuten in der Soße, also das müsst ihr rechnen, dass die auch richtig schön durchgezogen sind. Und nebenbei machen wir dann unsere Nudeln, was wir dazu essen. Also in unserem Fall machen wir, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe keine selber gemacht. Ich mache jetzt hier einfach Barilla Labronzo. Keine Werbung, ich bekomme auch nichts dafür. Ist einfach so. Und jetzt lassen wir das Ganze nochmal 20 Minuten kochen. So, wir haben die Nudeln jetzt 10 Minuten gekocht, so wie es draufsteht. Werden wir jetzt abgießen mit unserer Tomatensauce finalisieren. Nudeln schmecken immer besser, wenn man das mit der Tomatensauce finalisiert. Das werden wir jetzt auch machen. Wir geben hier ein paar Esslöffel Tomatensauce dazu. So. Geben den Nudeln jetzt die Möglichkeit, sich mit der Tomatensauce zu verbinden bzw. zu finalisieren. So, und jetzt richten wir das Ganze. Jetzt richten wir an. Schöne Nudeln mit unserer selbstgemachten Soße. So. Ja, ein paar Nudeln sind zu wenig. Wir nehmen noch ein paar dazu. So. So, jetzt passt, würde ich sagen. So. Und jetzt geben wir unsere Fleischbällchen dazu mit unserer schönen Soße. So. Eins. Zwei. Drei. Ja, dann geben wir noch ein bisschen Basilikum drüber. Und ich würde sagen, das Gericht schaut doch fantastisch aus, schmeckt gut. Und ich zeige euch dann, was wir noch mit den übrig gemachten Fleischbällchen machen, nämlich ein Italien-Sandwich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, euer Cosi kocht. Es würde mich freuen für eure Kommentare, die Glocke läuten. Und am allermeisten freue ich mich natürlich über ein Abo. Bis dann. Ciao.